Liebe Zuseherinnen und Zuseher, sehr verehrtes Publikum, ich begrüße Sie heute ganz herzlich zum Vortrag von Mark Roseman, Du bist nicht ganz verlassen. Mein Name ist Mirjam Sadov, ich bin Direktorin des NS-Dokumentationszentrums in München und ich würde Sie jetzt gerne persönlich begrüßen bei uns am Max-Mannheimer Platz. Da dies noch nicht möglich ist, treffen wir uns im digitalen Raum. Professor Roseman spricht zu uns aus Bloomington. Dort ist er Professor für Geschichte und Direktor des Born Jewish Studies Programs. Einem Münchner Publikum muss man ihn eigentlich nicht vorstellen. 2003 hat er hier den renommierten Geschwister-Scholl-Preis erhalten für sein Buch A Past in Hiding, in einem unbewachten Augenblick. Heute wird er sein neues Buch bei uns vorstellen. Du bist nicht ganz verlassen. Eine faszinierende Geschichte über Rettung und Widerstand auf Basis neuer und bislang kaum ausgewerteter Quellen. Ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen und informativen Vortrag. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend Ihnen mein Buch vorstellen kann. Du bist nicht ganz verlassen. Ich bereue nur, dass ich in München nicht dabei sein kann in dem schönen Dokumentationszentrum. Aber ich freue mich sehr, dass es über diesen Weg möglich ist, ein Gespräch über das Buch zu führen. Und dafür möchte ich Frau Prof. Dr. Mirjam Sadov ganz herzlich danken für die Einladung und auch ihre Mitarbeiterin Daniela Holmer-Dirk und die anderen Mitarbeiter für die schöne Betreuung ebenfalls danken. Wie gesagt, ich bereue nur, dass ich nicht dabei sein kann. Ich habe mir vorgenommen, dass ich keinen festen Text vor mir haben würde, damit es ein bisschen lebendiger wirkt. Aber das bedeutet, dass ich viele Fehler machen werde und ich hoffe, dass Sie mir das verzeihen werden. Am 12. April 1943 hat Lise Jakob einen Abschiedsbrief hinterlassen. Lise war eine 43 Jahre alte jüdische Frau in Essen und in dem Brief deutete sie darauf hin, dass sie Selbstmord begehen würde. Sie hatte nämlich gelernt, dass sie für einen Transport bestimmt war, der am 22. April stattfinden sollte. Sie hat noch nicht gewusst, nach Izbice in der Nähe von Lublin, aber sie konnte auch nicht wissen, dass kein Essener würde je lebend davon zurückkehren. Doch sie war ziemlich gut informiert über die Lebensbedingungen für Deportierte in Polen. Sie schloss mit den Worten, lebt wohl, ihr Guten, alles, was ich bin, danke ich euch. Ob wir uns noch einmal wiedersehen, nein, daran darf ich nicht denken. Am 13. wurde der Brief von ihren Wohnungsgenossen gefunden. Aber der Brief war fingiert. Lise war Mitglied der illegalen Gruppe Bund Gemeinschaft Sozialistisches Leben. Die Gruppe hatte sich auf diesen Augenblick lange vorbereitet. Lise war nicht zu Hause, als die Aufforderung kam und sie hat den Brief wahrscheinlich in Wuppertal geschrieben. Freunde haben es mit nach Essen gebracht, wo es gefunden wurde. Und für die nächsten 1110 Tage wurde sie an mehreren Adressen von der Gruppe geschützt. Am 31. August 1943 wurde der 20-jährige Essener Judin Marianne Strauß gestattet, in die Küche zu gehen. In ihrer Wohnung war sie mit ihren Eltern, Bruder, Onkel, Tante, Mutter der Tante und seit 2 Stunden mit zwei Gestapo-Beamten, die die Familie zwang, für eine Deportation vorzubereiten. Die Familie hatte gehofft, mit Hilfe einflussreicher Freunde noch verschont zu bleiben. Die Hoffnung wurde jetzt verschwunden. Marianne ging in die Küche, aber ohne Abschied zu nehmen, flüchtete sie dann aus dem Haus. Laut dem Gestapo hat sie einen Brief hinterlassen, ich gehe nicht mit, ich nehme mir das Leben, Gott behüte euch, Marianne. An dem Abend tauchte sie in Essen-Stadtwald auf, bei Sonja Schreiber, ebenfalls wie
die Leute, die Lise geholfen haben, Mitglieder des Bundesgemeinschaft sozialistischen Lebens, die Marianne in ihrer kleinen Wohnung aufnahm. Und für die nächsten 591 Tage wurde Marianne Strauß in verschiedenen Wohnungen quer über Deutschland zumeist von Bundmitgliedern geschützt. Die Gruppe hat wahrscheinlich 8 Menschen das Leben gerettet, aber sie haben viel mehr Hilfe gegeben in verschiedenen Formen. Und ein Ziel meines Buchs und ein Ziel dieser Vorlesung ist zu beschreiben, was diese beeindruckende kleine Gruppe gemacht hat und ein bisschen das Wie und Warum auch zu erklären. Die Gruppe war besonders und kein gewöhnlicher Fall. Und es gibt mit den kleinen Zahlen von Rettungen keine gewöhnlichen Fälle. Aber sie ist so gut belegt, dass ich 2 weitergehende Themen behandeln möchte. Erstens, ich glaube, dass wir viel zu sehr ein Bild von den einzelnen Retter und seine besonderen Eigenschaften im Kopf hatten. Was hat den guten Menschen dazu gebracht, anderen zu helfen? Ich will den Wert dieser Forschung nicht bestreiten, aber wir haben viel zu wenig Aufmerksamkeit den weiteren Bedingungen, den Milieus, den sozialen Bedingungen und auch dem Beitrag von manchmal informellen und manchmal formellen Netzwerken viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Und über den Bund will ich zeigen, wie ein Netzwerk funktionieren konnte, welche Stärken es hatte, welche Risiken bestand, um zu verstehen, wie sozusagen eine Hilfskette am Ende zum Überleben eine Person führen konnte. Und das bringt mich dann zum zweiten Thema, und hier will ich das sehr kurz beschreiben, weil ich später darauf zurückkomme. Unser Bild von Rettung, dass jemand gerettet wird, ist viel zu sehr auf einen Schritt die Rettung fixiert und viel zu sehr schon durch den Ausgang und auch in anderer Hinsicht durch nachträgliche Gedanken und Wunschvorstellungen bestimmt. Und wir haben die Perspektive von Helfen in dem Augenblick. Manchmal konnte die Hilfe sehr kurzfristig sein, manchmal etwas längerfristig. Perspektive waren damit verbunden. Sehr oft waren die Lebenswege, bis jemand überlebt hatte, kompliziert von mehreren unterschiedlichen Menschen oder Gruppen sogar geholfen und viel Selbsthilfe dabei. Und Rettung irgendwie erfasst das nicht und ist viel zu sehr durch unser nachträglichen Bedürfnis bestimmt, ein Held, den Retter zu finden. Und was ich aufgrund dieser ungewöhnlichen Dokumentation versuchen will, ist die Perspektive in dem Augenblick ein bisschen mehr sichtbar zu machen. Und das sozusagen, das sind die 2 Themen, die über diese kleine Gruppe hinausgehen, die ich mit dem Buch und mit dieser Vorlesung ansprechen will. Lassen Sie mir ein bisschen über diese Gruppe sehr kurz sprechen. Es ist nicht als Widerstandsgruppe entstanden. Das ist schon Anfang der 20er Jahre, 23, 24, ursprünglich aus Teilnehmen an Veranstaltungen der Volkshochschule Essen mit einer charismatischen Persönlichkeit Arthur Jacobs entstanden. Es ähnelte viele andere kleine linke Splittergruppen und wie manche versuchte diese unter dem Einfluss von Arthur Jacobs die Ideen von Immanuel Kant und von Karl Marx zusammenzubringen in eine ethischen Gemeinschaft, zeigte auch in den Namen Bund und ihren Lebensstil der Einfluss der bundischen Jugend, wie viele andere Gruppen auch. Jacobs war der zentrale Figur, 88 geboren in Ebefeld, Kind einer pietistischen Familie, trotz einfacher Herkunft hat es geschafft zum Studium. Er hat bei Hermann Cohen, der Neukantianer, studiert, ein charismatischer Lehrer, Jugendführer
Und nach dem Ersten Weltkrieg wandte er sich den Volkshochschulen zu. Der Bund versuchte auf zwei Ebenen, auf gesellschaftlicher Ebene für den sozialen Wandel, für die sozialistische Gesellschaft hinzuarbeiten und dann auf der sozusagen eher persönlichen Ebene, der Ebene der Lebensreform, eine ethische Gemeinschaft aufzubauen. Also diese eher Kleinformat und Großformat. Wie gesagt, sie wollten Kants ethische Gedanken mit Sozialismus harmonisieren. Sie versuchten eine neue Form der verbindlichen Gemeinschaft, die verpflichteten Gemeinschaft, wie sie das nannten. Kernmitglieder, die wirklich diese Verpflichtung geschworen haben, vielleicht 40, andere Mitglieder, die regelmäßig dran teilnahmen, wahrscheinlich 200. Es gab verschiedene Ortsgruppen in den Ruhrstädten, in Mülheim, in Essen, in Duisburg, in Remscheid, in Wuppertal und so weiter. Die meisten Mitglieder waren 20 oder 30 Jahre jünger als Arthur. Schwerpunkt war auf Bildung gesetzt, in den Volkshochschulen, in neuen nicht konfessionellen Volksschulen und in anderen Veranstaltungen. Die andere zentrale Figur neben Arthur war seine Frau Dora, geboren 1894, das Kind akkulturierter, gebildeter Essener Juden. Sie hat 1918 eine zionistische Jugendgruppe Blau-Weiß gegründet und manche jüdische Mitglieder sind in den Bund gekommen, gelangt über diese Jugendgruppe. Als Kind hatte sie Rhythmik gelernt und später bei Jacques Dalcroze in Hellerau studiert und sie brachte Rhythmik in die Gruppe hinein. Sie hat einen eigenen neuen Ansatz menschliche Bewegung gegründet, eine eigene Schule gebaut in Essen, das besteht immer noch, Dore-Jakobs-Schule. Und viele Frauen kamen in den Bund über die gymnastische, rhythmische Ausbildung der Schule. Und das war mit und ein Grund, dass es mehr Frauen als Männer in der Gruppe waren. Wie Laban experimentiert Dora mit Gruppenbewegung, obwohl hier mit Laien, und viele Veranstaltungen und Vorführungen mit sogenannten Bewegungschöre haben andere Leute in Essen auf die Gruppe aufmerksam gemacht. 1927 haben sie ein eigenes Haus gebaut für die Gruppe und für die Schule, das sogenannte Blockhaus, das als ein der ganz wenigen Holzgebäude im Krieg überlebt hat und immer noch besteht in Essen Stadtwald. Was ich hervorheben will, ist, dass diese Gruppe idealistisch war. Sie war ziemlich streng. Sie hat, wenn man die Verpflichtung geschworen hat, musste man das Interessen der Gemeinschaft vor den eigenen Interessen setzen. Aber sie war absolut nicht eine kampffeste Stoßtruppe. Die Verpflichtungen waren so ethische Entscheidungen, die waren überhaupt nicht auf Angriffe auf Körper und Leben, die waren nicht risikofreundlich. Sie hatten Mut, aber auf das, die Gefahren einer Diktatur waren die überhaupt nicht vorbereitet. Und so waren die ersten Wochen NS-Herrschaft hart. Die haben die Gruppe hart erwischt. Der Bund war in der Essener Ortspresse angeprangert. Das Blockhaus wurde von SA belagert. Mehrere Mitglieder wurden inhaftiert. Ihr Außenwirken war zum größten Teil eingestellt. Jakobs hatte Feinde in der Stadtbildung, die es mit Hilfe der Behörden, den Behörden in Koblenz geschafft haben, dass er keine Rente mehr bekam. Als ehemaliger Gymnasiallehrer Dora wurde die Schule geschlossen, weil sie Judin war. Verschiedene kommunistische Mitglieder in der Gruppe wurden verfolgt, manche mussten Wochen in wilde KZs verbringen, sehr harte Zeit, Einkommensquellen verloren und so weiter und so fort, mussten einen Weg finden. Und viele Gruppen sind natürlich unter solchem Druck zusammengebracht. Aber der Bund hat neue Strategien zu entwickeln, versucht, um sich in der neuen bedrohlichen Umwelt zu behaupten. Sie haben sogenannten Hausputz gemacht, das heißt, sie haben viele Papiere
gebrannt und zerstört. Die haben ihre Treffen neu organisiert und hier ist eine Einladung, die von der Gestapo gefunden war, aber war nicht so inkriminierend, dass man sehen konnte, dass hier wirklich eine Gruppe treffen wollte. Sie haben Rollenspiele für Verhöre geübt und weil die Gestapo-Unterlagen noch bestehen, können wir sehen, wie sie diese Übung dann in die Praxis gesetzt hat, wenn sie wirklich verhört waren. Sie haben die NS-Ideologie unter die Lupe gebracht und 17 Punkte entwickelt, was alles an der NS-Ideologie verwerflich war. Ich glaube, bis 1938, soweit belegt ist, haben sie nicht sehr viel nach außen gemacht. Sie haben manche Kommunisten auf versuchten, den Nazis zu entziehen, für eine Zeit lang untergebracht und solche Sachen. Aber es war Kristallnacht und diese Gewaltexplosion, die Gruppe zwang, wie Arthur sagte, aus der Reserve zu treten und die Isolation der Juden zu durchbrechen. Das war seine Parole. Die meisten Juden in der Gruppe hatten bis dann emigriert. Geblieben war Dore Jacobs, Arthurs Frau, und Lise Jacob, alleinstehende jüdisches Mitglied in der Gruppe. In diese Zeit hat die Gruppe ihr erste wirklich Risiken gemacht, soweit ich das sehen kann, um Juden zu helfen. Tove Gerson, das ist hier sein Foto aus den 50er Jahren, hat 1942 vor der First Christian Church in Bartlesville, Oklahoma, eine Rede gehalten. Sie war Bundmitglied, sie war 39 in die USA gewandert nach ihrem Mann, der Halbjude war und der aus dem Land aus musste. Und jetzt, wo die USA endlich in den Krieg eingetreten waren, hielt Tove die Zeit für richtig, ihren amerikanischen Mitbürgern zu vermitteln, während es so wichtig war, Deutschland zu besiegen. Sie beschrieb unter anderem ein Ereignis nach Kristallnacht. An dem Abend oder den Tag danach ist nicht ganz sicher. Sie hat ein wohlhabendes Ehepaar, die Heinemanns, besucht. Es war ein mutiger Schritt, weil die Heinemanns waren wohl bekannt, aber Tove hatte sie über ihre Schwiegereltern kennengelernt vor Jahren. Und sie ist mit einem Blumenstrauß vor dem Haus aufgetaucht. Da war eine bedrohliche Menschenmasse noch da. Jemand kam auf sie zu und knurrte: "Und du bringst den Juden vielleicht Blumen." Sie hat etwas gesagt und Haupttor war zerschlagen. Sie ist also an den Seiteneingang gegangen. Das Dienstmädchen hat die Tür aufgemacht und in dem Schirmenhaus, das ihr sehr vertraut war, war alles zusammengeschlagen. Die Vorhänge waren angebrannt, die Teppiche zerschnitten, die Sessel aufgeschlitzt, sodass die Polsterung von ihnen herausquoll, die Fenster und Spiegel zerschlagen. Die Heinemanns machte einen verstörten Eindruck, aber erzählten, was passiert war. Tove hat ihre Solidarität bekundet und nach einer Weile ging. Und dann hat sie mit Lise Jacob sie nach Dinslaken gegangen, um das Waisenhaus zu besuchen, wo die Kinder terrorisiert waren. Sie hat Einkäufe für Leute gemacht, die nicht trauten, in die Geschäfte zu gehen. Andere Familien, die Briels und Grete Treibholz in Remscheid, haben in unbekannte jüdische Familien aufgesucht. Manche waren zu ängstlich, um auch Hilfe anzunehmen, weil sie glaubten, es war ein Trick. In Mülheim waren es die Zenkes, in Düsseldorf Else Bramesfeld und so weiter. Alle haben diese kleinen Schritte gemacht. Tove übrigens, sie ist nach ein paar Tagen zurück zu den Heinemanns gegangen, weil sie das wohlhabende Paar bitten wollte, ein bisschen Geld bereitzustellen, in der Hoffnung, dass man das Waisenhaus ein bisschen einrichten konnte, aber man konnte nicht, es blieb geschlossen. Aber sie stellte fest, dass die Heinemanns in der Zwischenzeit Selbstmord begangen hatten. Ich finde es interessant auch, wenn man darüber gedenkt,
Der Begriff Rettung funktioniert hier nicht. Keine wurde gerettet. Und wenn man sozusagen nach dem Krieg mit unserer Nachkriegsperspektive zurückschaut, sind diese kleinen Gesten. Also es sind wirklich kleine Schritte. Und es kann sein, dass wenn jemand, die Sie aufgesucht haben, tatsächlich überlebt hat, was möglich ist, man kann sich fragen, ob Sie überhaupt erinnern würden an diesen kurzen Besuch. Sie werden nichts vom Bund gehört haben, weil die waren alle sehr vorsichtig und sie stellten sich nur als einzelne Leute dar. Aber das waren Gästen, die sehr viel Mut brachten und die sehr wenig Leute machten. Insofern finde ich, dass sie historischen Wert haben. Und darüber hinaus sind sie wichtig, weil sie eine wichtige Schwelle darstellten für die Teilnehmer selbst. Das heißt, sie haben gelernt, dass man auf Risiken eingehen konnte und dass man überleben konnte. Und das war eine sehr wichtige Erfahrung. Und insofern finde ich, dass diese Schritte, obwohl sie keinem das Leben gerettet haben, doch es lohnt sie, die festzuhalten. Im September 1941 wurde der Gelbe Stern eingeführt und im Oktober 1941 begannen die Deportationen aus vielen Regionen Deutschlands. Gleichzeitig wurden verschärfte Sanktionen eingeführt für diejenigen, die versucht haben, Juden zu helfen. Man konnte jetzt für 3 Monate ins KZ eingewiesen werden. Diese Regelung war zunächst geheim, wurde dann im November offen bekannt. Und jemand hat Arthur 1943 geschrieben, sehr vorsichtig: Kann man einen ansteckenden Kranken besuchen, ohne sich selber anzustecken? Arthur antwortete: Ja, man kann es, wenn man es mit der nötigen Vorsicht und Gewissenhaftigkeit tut. Und das ist eindeutig, dass sich die Gruppe durch drohende Verfolgung nicht abschrecken ließ. Sie haben in vielen unterschiedlichen Weisen Solidarität mit den Deportierten gezeigt. Dora hat ein kleines Buchlein produziert, einen medizinischen Ratgeber, den die Gruppe verteilt hat. Sie haben Rucksäcke, Utensilien, Nahrungsmittel und andere dringend benötigte Sachen besorgt für diejenigen, die nichts hatten. Sie haben mutigerweise Betroffenen zu den Sammelstellen begleitet. Sie haben die Zurückgebliebenen in den Baracken besucht, und in den Judenhäusern, wo Juden zunehmend zusammengepfercht waren, wenn sie noch nicht deportiert worden waren. Sie haben mit der jüdischen Gemeinde, vor allem in Essen, aber ich glaube auch in anderen Städten, Kontakt aufgenommen, Hilfe angeboten und auch wichtige Informationen bekommen. Und jetzt möchte ich noch ein Dokument zeigen, ein Auszug aus einer sehr wichtigen Quelle für diese Jahre, nämlich das Tagebuch von Arthur Jacobs. Dieser Eintrag ist vom 8. November und Arthur hält ein Gespräch fest, das er mit einer Frau K., wir wissen nicht den vollen Namen, an dem Tag gehabt hat. Frau K. war dabei, nach Minsk deportiert zu werden. Sie hat ihm gedankt und ich finde seine Reaktion sehr interessant. Er schreibt: Wofür? Für die winzige Hilfe, die mehr Hilfe für uns war als für sie. Und dann hat er offensichtlich gesagt: Wir müssen danken, dass wir ein Tröpflein wenigstens der Schuld mit abtragen können, mehr dem guten Willen nach als dem wirklichen Tun. Aber man erstickt ja sonst. Und das finde ich wirklich interessant und beeindruckend aus 3 Gründen. Erstens,
dieses Schuldbewusstsein, ich meine, Jakobs war selber jemand, der verfolgt wurde, dem seine Rente gestrichen worden war. Aber er hatte das starke Gefühl, das sagt er immer wieder, dass er sozusagen zu den Verschonten blieb und daher so Mitschuld trug an die Art und Weise, wie das Regime andere behandelte. Zweitens war es für den Bund, das war so Teil ihrer allgemeinen Philosophie, sehr wichtig, dass man andere nicht in eine Situation der geistigen Abhängigkeit bringt. Das haben sie auch Beziehungen in der Ehe und so weiter. Das war sehr wichtig, dass man der geistigen Freiheit und Selbstständigkeit der anderen stärken sollte. Und deshalb wollten sie nicht, dass die Rezipienten ihre Hilfe in eine solche Abhängigkeit geraten sollten. Und daher war es ihm sehr wichtig zu sagen, wir sollen danken, wir sind eigentlich auch in der gleichen Lage, wir sollen ihnen danken. Und drittens, und ich werde darauf zurückkommen, dieses Bewusstsein, dass das, was sie machten, was uns beeindruckt, so winzig war in diesem Meer des Leidens, so winzig war, dass es kaum was gebracht hat und eigentlich den Helfern mehr geholfen hat, fast als diejenigen, die die Hilfe erhalten haben. Und hier will ich überhaupt nicht die Bedeutung von dem, was sie gemacht haben, verschmälern. Aber ich will das Bewusstsein, die Situation der Helfenden in dieser Situation ein wenig klarer machen. Ich finde das jedenfalls ein wirklich beeindruckendes Gespräch. Unter den vielen beeindruckenden Unterlagen, die noch im Besitz des Bundes oder in Archiven liegen, ist ein sehr informativer Brief, geschrieben von Bundmitgliedern. Wir wissen nicht genau, wer das geschrieben hat. Wir wissen nicht, an wen es gerichtet war. Aber wir können feststellen, dass es Oktober 41 geschrieben wurde. Was uns beeindruckt, ist, wie viel Wissen hier drin steht über bestehende und bevorstehende Transporte. Und das zeigt sehr offenkundig, dass die Gruppe enge Kontakt mit der jüdischen Gemeinde, wahrscheinlich wie gesagt in Essen, aufrechterhalten hat, denn nur so konnten sie so viel wissen. Und es zeigt auch, dass sie versucht haben, andere über die Situation zu informieren. Zeigt aber gleichzeitig die Grenzen des Wissens. Denn es ist vom Brief offensichtlich, dass sie geglaubt haben, dass dieser Arbeitseinsatz wirklich ein Arbeitseinsatz war, obwohl es ihnen klar war, dass die Bedingungen so schlecht waren, dass viele nicht überleben würden. Aber sie glaubten trotzdem, dass die Jungen, die Starken, die Kräftigen das überstehen konnten. Und es ist natürlich auch so, dass die letzten Entscheidungen über den Massenmord der deutschen Juden vielleicht noch nicht stattgefunden hatten. Oktober 41 war es für Außenseiter daher sehr schwierig, zu wissen, was genau die Ziele des Regimes waren. Aber jedenfalls zeigt das sozusagen die Hoffnung seitens des Bundes, dass noch einige da noch durchkommen würden. Ein interessanter Fall, das zeigt, dass die Informationen, die der Bund verbreitet hat, ziemlich weit gekommen sind. Franz Charles de Beaulieu war ein Wehrmachtsoffizier in Berlin. Er hat für die Heeresgruppe West Feindaktivitäten beobachtet, aber war heimlicher Regimegegner und hat Informationen gesammelt und wollte sie in Widerstandsoppositionskreisen verteilen. Er wurde entdeckt, als er versucht hat, aus dem Hauptquartier mit Papiere rauszukommen. Er wurde verhaftet.
Er war sehr glücklich, dass, er hatte Glück, dass er in eine Strafbataillon versetzt wurde und da hat er überlebt. Aber unter den Unterlagen, die gefunden wurden bei ihm, war die Kopie eines Briefs einer deportierten Jüdin an Bundmitglieder. Es stand nicht drauf, dass es an sie gerichtet war und insofern war der Bund nicht gefährdet. Aber der Inhalt des Briefs ist absolut gleich mit einem Brief, den der Bund erhalten hat. Wir wissen nicht genau, wie die Bolier diesen Brief bekommen hat. Er hat es wahrscheinlich von Quäkerkreisen erhalten, mit denen der Bund auch verbunden war. Aber jedenfalls ein Beweis, dass die Informationen weitergekommen sind. Der Brief, den er in seinem Besitz hatte, war einer von vielen Briefen, die eine Frau namens Trude Brandt an Bundmitglieder geschickt hatte. Trude war schon Ende 39 aus Posen deportiert nach Ostrow-Lubielski in der Nähe von Lublin. Und Lise Jakob hatte von ihrem Schicksal gehört und hatte angefangen, mit Hilfe anderer Bundfreunde, vielleicht 20, 30 Leute waren daran beteiligt, Briefe und Päckchen an Trude zu schicken, die Trude dann an andere weitergegeben hat. Und sie betont in ihren Briefen immer wieder ihr Staunen, dass über den außerordentlich Wert der Pakete des Bundes. Manchmal hat sie die Sachen, die sie geschickt haben, zum Beispiel Kleider, ausgetauscht gegen Nahrungsmittel. Und deshalb schreibt sie hier, dass es ein bisschen komisch ist, es ja, wenn ich jetzt Brot esse, das sich aus ihrem Wolljäckchen gebacken hat. Sie wollte auch zum Ausdruck bringen, und das lesen wir auch immer wieder, dass es nicht nur um die materiellen Wert der Briefe ging, sondern auch die geistige Verstärkung solche Solidaritätsbekundungen, solche Kommunikation zu erhalten. Sie schreibt, und da ist es Not, dass neue Kraft zuströmt, ja, es ist lebenserhaltend. So wirken Wärme und Lebensnähe mir wesensverwandte Menschen auf mich, wie Blutübertragung bei zu starkem Blutverlust, lebensrettend. Das ist kein Vergleich, kein Wort nur, es ist innerste Wahrheit. Fühlt ihr da, was ihr mir gebt, wie ihr mir helft, mit der einzigen Hilfe, die mir nutzt, die mir Not tut. Und Isa Hermanns hat das Gleiche kommunizieren wollen. Isa Hermanns ist eine Frau, die in Theresienstadt überlebt hat. Else Bramesfeld, ein anderer Bundmitglied, hat sie kennengelernt, als sie Ärztin in Düsseldorf war. Und Else und andere Bundmitglieder haben an Isa in Theresienstadt Päckchen und auch Briefe geschickt. Und im Oktober 1945, nach der Befreiung, hat Isa an Else einen langen Brief ge geschrieben und wollte hervorheben, dass es nicht so sehr auf den Inhalt ankam, obwohl das auch sehr wichtig war, als das immer wieder sagen: Wir sind da, wir denken an dich, du bist nicht ganz verlassen. Der Bund hat auch in vielen Fällen Hilfe für Zwangsarbeit gegeben. Ich würde jetzt nicht auf die Details geben, aber ich würde nur die schöne Tatsache erwähnen, dass nach dem Krieg mehrere Bundmitglieder Einladungen bekommen haben nach Belgien, nach Jugoslawien, was manche auch wahrgenommen hat, wo sie von Familien gefeiert wurden, weil sie als Helfer jemand von der Familie geholfen hat und zum Überleben beigetragen haben. Also ein schöner Beweis von der Bedeutung ihrer Leistung. Dann am 12. April 1942 kommt der Bund in eine neue Phase, weil ein Bundmitglied, Lise Jakob, jetzt illegal lebt.
Sie zog von Ort zu Ort, verbrachte jeweils ein paar Wochen mit Bundfreunden, bevor sie weiterreiste. Und die Gastgeber müssen natürlich nicht nur ein Dach anbieten, sondern sie müssen auch Lebensmittel, was in einer Zeit der Ernährungskarten, der Rationierung nicht so leicht war. Und der Bund hat beschlossen, dass alle Lebensmittelkarten zusammenfügen sollten, damit der jeweilige Gastgeber nicht allein die Last tragen musste. Lises Ausweis vermerkte natürlich, dass sie Jüdin war, und das heißt, sie konnte diese Dokumente nicht vorzeigen. Und das war sehr gefährlich, weil sie oft reiste mit Straßenbahn und Bahn, und da waren sehr viele Passkontrollen. Dieses Problem war für sie zum Teil gelöst gegen Ende des Jahres 1942, als ein anderes Bundmitglied, wie der Else Bramisfeld, sehr mutigerweise an ihren Berufsverband, der Reichsverband Deutsche Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer, wandte, mit der Bitte um einen neuen Mitgliedsausweis. Else sagte, dass sie im Urlaub ihren alten Ausweis verloren hatte. Sie legte einen Antrag und legte dem Antrag ein Foto bei von Lisa. Man kann sich ihre Anspannung vorstellen, als sie wartete auf die Antwort. Aber tatsächlich hat sie eine Ersatzkarte bekommen mit Else Bramisfelds Details, aber mit Fotobild von Lisa. Und Lisa hat kurz nach dem Krieg ihre Erlebnisse niedergeschrieben und schrieb über diesen Ausweis: unbeschreiblich die Empfindungen, mit denen ich das kleine Heft in der Hand hielt und auf meinen Reisen bei Kontrollen vorzeigte. Nun konnte ich reisen ohne tödliche Angst vor den immer häufiger einsetzenden Kontrollen. Der Ausweis war mein kostbarstes Gut. Und ausgestattet mit diesem Ausweis machte Lise dann viele Bahnreisen, oft in Begleitung eines anderen Bundmitglieds. Im August 1943 übernahm der Bund Verantwortung für eine zweite illegal lebende Person, im Februar 1944 für eine dritte, und in der letzten Phase des Krieges wurden höchstwahrscheinlich insgesamt 8 Menschen von der Gruppe unterstützt. Und dazu gehörte jeweils das Teilen von begrenzten Räumlichkeiten, die Bereitstellung von Lebensmitteln, die Erfindung von Tarngeschichten und vieles mehr. Am 31. August, wie schon gesagt am Anfang, tauchte Marianne Strauß unter. Und sie hatte ihre ersten Wochen mit Sonja Schreiber im Blockhaus verbracht, bevor sie dann wie Lisa von Familie zu Familie weiterzog. Und wiederum hat der Bund Verpflegung geteilt, indem sie Lebensmittelkarten geteilt haben. In diesen ersten Tagen, wo Marianne bei Sonja Schreiber war, hat die Gestapo andere Familienmitglieder noch zurück in Essen behalten, in der Hoffnung, dass sie Marianne bald schnappen würden und dann alle gleichzeitig nach Theresienstadt deportieren könnten. Grete Ströte hat dann im Auftrag des Bundes etwas sehr mutig gemacht. Sie hat unter irgendwelche Vorwand, das weiß ich nicht genau, wie sie das begründet hat, aber sie hat unter irgendwelche Vorwand die Strauß-Familienmitglieder im Gefängnis besucht und hat irgendwie zu verstehen gegeben, dass Marianne frei am Leben war, von denen betreut war, sodass als die anderen Familienmitglieder dann nach Theresienstadt verschickt wurden, sie konnten zumindest mit der Gewissheit reisen, dass die Tochter noch in Sicherheit war. Die anderen Strauß-Familienmitglieder wurden dann Dezember weiter nach Auschwitz verschickt, und keiner hat den Krieg überlebt. Sowohl Lise und Marianne haben Tagebuch geführt, und Teile von diesen Tagebüchern sind erhalten geblieben. Eine auffallende Gemeinsamkeit zwischen den beiden Tagebüchern ist, dass beide Frauen
sehr starke Passagen geschrieben haben über Teilnahme an Bundwanderungen und an den Diskussionen über philosophischen Fragen bei diesen Wanderungen. Die Wanderungen waren für den Bund oft der Höhepunkt des Jahres. Zwei, dreimal im Jahr sind alle Bundmitglieder, soweit sie konnten, zusammengekommen, oft im Sauerland. Sie mussten das natürlich in Zeiten des Dritten Reichs und vor allem in Kriegszeiten sehr sorgfältig planen. Verschiedene Grüppchen blieben in unterschiedlichen Dörfern und kamen dann an abgelegenen Bergen für ein paar Stunden zusammen. Es gab so eine, und da waren auch dann jetzt Illegalen dabei, also was die Brisanz der Sache noch erhöht hat. Aber, und man könnte meinen, dass vielleicht in dem Lise und Marianne über was ist eine Weltanschauung, was ist ein Maßstab, was ist die Logik der Geschichte nachdachten, dass sie vielleicht ein bisschen vor ihre eigene Wirklichkeit geflüchtet haben. Aber in Wirklichkeit zeigt das, glaube ich, dass sie, wie wichtig für sie war, dass sie als gleichwertige Menschen Teil einer Gemeinschaft aufgenommen wurden. Für Lise war das natürlich eine sehr bekannte Gemeinschaft. Sie war Gründungsmitglied des Bundes. Für Marianne war das neu. Und wo beide auch über eine bessere Zukunft nachdenken konnte. Und ich glaube, wenn wir, es ist genau wie die Päckchen. Wir denken natürlich an Lebensrettung, an materielle Hilfe, weil das wesentlich war. Aber für die Teilnehmer waren oft auch diese nicht materielle Dinge für den psychischen Bestand und Überleben fast genauso wichtig. Arthur Jacobs ist 1968 gestorben und es hat eine Gedenkstunde für ihn gegeben. Und in diese Gedenkstunde hat Lise Jakob sich an ein Gespräch erinnert, das am Tag, nachdem sie in die Illegalität gegangen ist, im 42, stattgefunden hat. Am ersten Tag ihres illegalen Lebens hielt sich Lise bei Bundmitgliedern in Wuppertal auf und Arthur war da und musste dann nach Essen reisen und lud Lise wie üblich Lise ein, ihn zum Bahnhof zu begleiten. Und jetzt erzählt sie: Ich wehrte entsetzt ab, doch er bestand darauf. Auf diesem Weg bekam ich von ihm eine eindringliche, unvergessliche Lektion. Dreh dich nicht dauernd um. Du wirst dich daran gewöhnen müssen, harmlos und heiter zu wirken, wenn dir auch ganz anders zumute ist. Und wir tun das Menschenmögliche, dich unterzubringen, aber du musst den Kampf mit der Angst aufnehmen. Sie ist die große Gefahr. Lise wollte offensichtlich an Arthurs Einsicht und Umsichtigkeit erinnern und die Bedeutung von seinem Rat für sie in diesen Jahren hervorheben. Und das hat sie auch sehr schön getan. Aber ihre Worte erinnern uns daran, wie sehr die Geholfenen auch sich selbst auf sich selbst angewiesen waren. Sie mussten unglaubliche Angst überwinden. Sie mussten schreckliche Nachrichten zur Seite schieben. Sie mussten vor Fremden unbekümmert erscheinen. Und nicht nur sie waren davon abhängig, auch die Leute, denen halfen, waren davon abhängig, weil sonst alles vielleicht herausgekommen wäre. Beide, Lise und Marianne, die anderen bestimmt auch, die der Bund geholfen hat, aber in diesen Fällen ist das sehr gut belegt, beide, Lise und Marianne, haben sehr viel Unternehmungsgeist gezeigt. Marianne ist ein paar Mal sehr knapp entkommen. Marianne hatte auch Familiengüter, die bei Bekannten gelagert waren und sie hat sie geholt und verkauft, damit sie auch Bargeld hatte, damit sie beitragen konnte zum Kosten ihrer Ernährung. Sie hat Filzblumen gemacht, was sie in Braunschweig
bei einem Geschäft gegen Lebensmittelkarten ausgetauscht hat. Lisa hat Gymnastikstunden bei einer Kollegin gegeben. Die Schülerinnen hatten überhaupt keine Ahnung, dass eine illegale Judin vor denen stand. Beide haben weiterhin anderen geholfen. Sie haben weiterhin, und das ist belegt, Päckchen nach Theresienstadt geschickt. Sie haben Hilfe für andere mobilisiert. Und das ist ein sehr wichtiger Indiz für uns, dass wenn wir an Rettung denken, haben wir oft eine falsche Vorstellung von der Passivität der Leute, die geholfen waren. Sie mussten sehr viel Unternehmungsgeist und Mut und Selbsthilfe an den Tag legen, wenn sie überhaupt durchkommen wollten. Das letzte Kriegsjahr war für die Gruppe zweischneidig. Das Regime, die Luftangriffe verschärften sich und insofern die Gefahren wuchsen. Auch für Dore war von Bedeutung, dass Juden in Michigan jetzt fluchten mussten und viele andere Juden und Judinnen in Michigan mussten jetzt in den Untergrund gehen. Dore und Lise versteckten sich bei Bundfreunden in einer Pension in Meersburg für die letzten Kriegsmonate. Aber Zerstörung und Störung der Zerstörung von Dokumente und so haben auch neue Möglichkeit gegeben, dass man sich als etwas anders tarnen konnte. Und das wissen wir zum Beispiel von den letzten Kriegswochen, dass die Klemperers sich als Arie ohne ausgebombte Arie gegeben haben. Man konnte sich als Flüchtlinge geben, die aus dem Osten gekommen waren und alles verloren hatten. Dora hat zum Beispiel im Frühling sich als ausgebombte Arie in Meersburg registrieren lassen, weil sie medizinische Behandlung brauchte. Und das hat auch neue Möglichkeiten geschaffen, für den Bund anderen zu helfen. Der Bund hat mindestens 5 Juden in Michigan Unterkünfte gefunden, auch Lebensmittel. Eine Jüdin aus Solingen, Else Guldenring, war im Blockhaus versteckt. Sie haben für eine andere Frau Grete Menningen, hier war Marianne Strauß auch daran beteiligt, eine Wohnmöglichkeit im Bergischen Land gefunden, sodass man diese Schlupfmöglichkeiten ausgenutzt hat, obwohl gleichzeitig die Bedrohungen für alle wuchsen. Und diese Bedrohung hielt sich an bis in die letzte Kriegstage. Und hier möchte ich noch ein Tagebuch vorzeigen, nämlich das von Dora Jacobs, eine der wenigen überlebenden Auszügen vom letzten Kriegstag für die Gruppe in Meersburg, weil erst am 29. April hat die französische Armee in Meersburg erreicht und Dora beschreibt sehr eindringlich, wie knapp das Haus und die Gruppe davongekommen ist, als Kämpfe buchstäblich vor der Tür stattgefunden haben. Aber alle diejenigen, die die Gruppe geschützt hat, haben überlebt und auch fast alle Bundmitglieder haben den Krieg überlebt. In den ersten Kriegsjahren hat der Bund mehrere kleine Hefte produziert, um ihre Leistung zu beschreiben. Nicht, weil man Danke ernten wollte, aber die Gruppe wollte eine Rolle spielen in der Gestaltung der Nachkriegsgesellschaft und wollte zeigen, dass die Gruppe geeignet war, Führung und Orientierung
in diese Nachkriegswelt zu geben. Und sie haben dann also die Gruppenarbeit hervorgehoben, gezeigt, wie sie Lasten in Informationen geteilt haben, argumentiert, dass ein Einzelner nie hätte das machen können, was sie zusammen gemacht haben. Nie hätten die Einzelnen den Mut, das Vertrauen gefunden zu handeln, und dass die Stärke den Wert ihrer Gruppe bewährt hat in dieser Zeit. Sie wiesen auch auf diese Gruppendisziplin, die Verpflichtung vor 1933 hin, zu sagen, dass ihre Philosophie hier wirklich funktioniert hat. In einem anderen Bericht haben sie auch darauf hingewiesen, dass viele Aspekte des Gruppenlebens vor 1933 jetzt unbeabsichtigt zum Vorteil erwiesen haben. Zum Beispiel, dass sie Gruppenhäuser hatten. Das hat etwas Abschottung, eine private Sphäre gegeben. Die Tatsache, dass sie Gymnastik und Bewegung gemacht haben, hat und dass viele Frauen dabei waren, bedeutete, dass das Regime sie nicht unbedingt als gefährliche politische Gegner betrachtet haben und so weiter. Und was sie vor allem gezeigt haben, ist die Bedeutung von Netzwerken bei Rettung von Juden. Wie fast kein anderer Aspekt des Holocausts ist unser Verständnis von Rescue, also von Rettung, durch ein herrschendes Interpretationsmuster geprägt. Yad Vashems Programm für die Gerechten unter den Völkern hat uns gelehrt, den Retter als Einzelhandelnden zu sehen, der aus Gutherzigkeit die Initiative ergreift, Menschen zu retten. Und das ist ein neues Buch von Mordechai Paldil, der lange Jahre den Teil von Yad Vashem, der dieses Programm für die Gerechten geführt hatte, geschrieben hat. Und der Untertitel heißt bezeichnenderweise Individuals versus the Nazi System. Der Bund hätte absolut abgelehnt, das so zu sehen, dass die Individuals funktioniert hat. Natürlich hat es auch viele Einzelpersonen, aber Historiker haben zunehmend die Bedeutung von oft sehr informellen, manchmal wie hier enge organisierte Netzwerke identifiziert. Denn es war sehr oft der Fall, dass um ein Menschenleben zu retten, 8, 9, 10, manchmal bis 15 Menschen daran beteiligt werden mussten, um Lasten und Risiken zu teilen, um eine Menschenkette zu bilden, wo jemand von einem zum nächsten weitergereicht wurde. Und es war selten der Fall, dass nur eine einzige Person, sei es weil andere Mitwisser waren, sei es, weil andere auch Lebensmittel, Geld, Informationen auch beigetragen haben. Es war selten, dass nur eine Person verantwortlich war für das Überleben eines anderen. Und wenn wir die Bedeutung von Netzwerken anerkennen, dann müssen wir auch anerkennen, dass die Hervorhebung in der Wissenschaft, in den wissenschaftlichen Studien über Rettung, die Hervorhebung von Altruism, von Mitgefühl oder anderen psychologischen bedingten Eigenschaften nur ein Teilerklärung sein können. Denn es kommt dann nicht mehr so sehr auf die Qualität des einzelnen Menschen an, sondern auf die Beziehungen, des Milieus, manchmal wie hier auch die Ideen in einer Gruppe. Auf sie kam es an, um zu verstehen, warum in bestimmten Milieus oder in bestimmten Organisationen oder mit bestimmten Gruppierungen es möglich war, die Motivation da, die Fähigkeit war da,
um andere zu helfen. Ich hoffe, dass durch diese Vorlesung klar geworden ist, dass für mich, was der Bund so faszinierend macht, ist nicht nur die Leistung dieser Gruppe, wo sie, finde ich, sehr beeindruckend sind, sondern auch die Dokumentation, die die Gruppe hinterlassen hat, die uns erlaubt, ganz unterschiedliche Perspektiven zu sehen, also wie die Lage aussah in 38, in 42, in 44, 45 und auch unterschiedliche Phasen der Erinnerung, wie die Gruppe ihre Aktionen in Zeiten des Nationalsozialismus in den 40er Jahren beschrieb, auch in den 50er Jahren, später in den 70er und dann wiederum in den 90er Jahren. Beim Schreiben dieses Buchs, ich kam zu dem Schluss, dass die Rettung, die wir kennen, ist, man könnte sagen, die Rettung der Erinnerung. Es ist ein Bild, das gefärbt wird durch unser Verlangen nach bestimmter Art von Helden. Es basiert sich normalerweise auf Interviews, die geführt werden Jahrzehnte nach dem Geschehen mit Interviewpartnern, die oft noch gute Erinnerungen haben, aber die zwangsläufig die Dinge jetzt anders sehen als damals. Und Rettung ist auch ein rückwirkender Begriff. Es fängt mit dem Überleben an und fragt nach den Ursachen und wie jemand überlebt hat. Und das ist natürlich legitim. Aber es fasst nicht die Perspektive von Leuten, die in dem Augenblick Hilfe angeboten haben, die nicht gewusst haben, was der Ausgang sein würde oder wie lange und in welche Form sie weiterhin Hilfe anbieten mussten. Und das erfasst nicht die Überlebenswegen von Juden, die oft nur deswegen überlebt haben, weil sie von verschiedenen Personen viele kleine Gesten erhalten haben, durch viele kleine Schritte überlebt haben und die sehr viel Selbsthilfe und Unternehmungsgeist selber an den Tag legen mussten. Das heißt, Retter waren damals nicht Retter, sie haben Hilfe angeboten, manchmal kurzfristig, manchmal längerfristig. Und die Leute, denen sie geholfen haben, wurden nicht auf einmal gerettet, sondern sie haben Unterkunft angeboten bekommen, hier und dort. Sie haben Lebensmittel bekommen, Geld, falsche Pässe und so weiter. Und wenn sie Glück haben und nach dieser langen Kette haben sie Verfolgung und Krieg überstanden. Es geht also nicht die Leistung kleiner zu machen, absolut nicht, im Gegenteil, sondern es geht darum, die Perspektive, die Motivation, das Erlebnis, die Erfahrung von Menschen in der Zeit zu verstehen. Und dafür ist die Dokumentation, die der Bund hinterlassen hat, außerordentlich hilfreich. Ich möchte mit den Worten von Ise Hermanns abschließen, geschrieben nicht allzu weit von München, aus dem DP-Lager Deggendorf, Oktober 1945, als sie Else Bramesfeld dankte für die Briefe und Päckchen, die sie in Theresienstadt erhalten hatte. Sie müssen es immer wieder hören und werden es von mir immer wieder gesagt bekommen, dass diese Sendungen von draußen einen Auftrieb gaben, wieder das Durchhalten erleichterten, dem so schrecklich Sinnlosen etwas Sinn gaben, mich irgendwie festhielten, kurz, banal gesagt, unendlich halfen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, lieber Mark Roseman, für diesen faszinierenden Einblick in eine ganz andere Geschichte aus dem nationalsozialistischen Deutschland. Ich wünsche dem Buch viele Leserinnen und Leser, hoffe, dass vielleicht der eine oder andere durch den Vortrag dazu angeregt wurde. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen allen bei uns hier im Haus oder auch wieder im digitalen Raum. Bis bald.